Also ich dachte, wir nach der Kinematik ein bisschen jetzt die Dynamik, das Newtonsche Grundgesetz zum Beispiel, dass wir damit anfangen. Oh Gott, eins, Kugelschreiber. Woran sehe ich, dass der aufnimmt? Also das Newtonsche Grundgesetz. Newton. Grundgesetz. Es gibt zwar drei Newtonsche Gesetze, aber für uns ist nur das eine interessant, nämlich dass Masse mal Beschleunigung ist Kraft, wirkt auf eine Masse m. Eine Kraft in dieser Richtung, ein Vektor f, dann resultiert daraus eine Beschleunigung. Und zwar hat die Beschleunigung genau die Richtung der Kraft. Das ist die Folge. Die Beschleunigung hat die Richtung der Kraft und ist ihr proportional. Das heißt also, m mal a ist f. Geschrieben als Vektorgleichung m mal a ist f, Masse mal Beschleunigung ist Kraft. In der Regel wird es hier umgekehrt geschrieben, Kraft ist Masse mal Beschleunigung, weil die Kraft ja eine abgeleitete Größe ist, nicht? Die Masse ist eine Grundeinheit, Länge und Sekunden, daraus die Beschleunigung. Und damit ist die Kraft als Newton natürlich eine abgeleitete Größe. Aber wir wenden sie in der Regel ja so an, dass ein Kraftgesetz bekannt ist und wir über die Beschleunigung die Bewegung, den Bewegungsablauf berechnen wollen. Und wenn man das jetzt anschreibt in Koordinaten, dieses Grundgesetz, dann heißt das, naja, zum Beispiel geradlinig, einachsig, dann habe ich die Beschleunigung ja nur in der x-Richtung. Dann steht hier m x2 Punkt ist gleich fx. Das heißt, wirkt eine Kraft in der Koordinatenrichtung x. Und das ist an sich wichtig, die Koordinatenrichtung vorzugeben. Das ist meine x-Achse, da ist meine Masse m. Das ist die Kraft, die da wirkt. In der x-Richtung, das sogenannte das fx. Dann heißt es, es wird eine Beschleunigung entstehen in dieser Richtung der Kraft. Und die positive Beschleunigung hat immer die Richtung der Koordinate. Also wenn ich das auch in derselben Farbe jetzt mache, in Blau, dann ist das das entstehende x2-Punkt. Das x2-Punkt, oh Gott, jetzt habe ich den zweiten Punkt nicht, ne? Gut, machen wir ihn schwarz. x2-Punkt ist positiv in der Richtung x und natürlich, wenn Sie das als Vektor betrachten, die Kraft F, dann haben Sie ja schließlich drei Komponenten, nicht? Das m x2-Punkt, y2-Punkt, z2-Punkt ist gleich und da steht das fx, das fy, das fz und Sie haben drei skalare Gleichungen im Grunde, nicht? Und das Newtonsche Grundgesetz gibt uns also jetzt an, wie die Beschleunigung aufgrund der Wirkung der Kraft erfolgt. Wir haben dabei vorausgesetzt, dass die Masse konstant ist, also auf alles andere lassen wir uns nicht ein. Eigentlich müssten wir einen Impuls definieren und die Änderung des Impulses ist gleich der Kraft, heißt es dann. Aber wir haben in der Regel nur mit konstanter Masse zu tun, dann heißt es mx2 ist f. Wenn also zum Beispiel jetzt auf diese Masse m
wirkt die Kraft F0 konstant in der Richtung und sie bewegt sich entlang dieser geraden x mit diesen x. Dann heißt das also mx2-Punkt, positives x2-Punkt ist immer so, immer in der positiven Richtung der Koordinate, dann ist das gleich dem F0. Integration heißt dann, aus einmal integrieren, mx-Punkt ist das erste Integral von x2-Punkt, ist F0 mal t plus c1. Mx ist gleich F0 t Quadrat halbe, also c1t plus c2. War jetzt nicht sehr geschickt, weil natürlich, ich habe zunächst das m links gelassen, weil mx-Punkt ist ja an sich der Impuls. Und Sie sehen, F0 mal t ist sozusagen der neue Impuls. Wenn ich Anfangsbedingungen jetzt setze, wie war am Anfang der Bewegungszustand, dann sage ich bei t gleich 0, sei x gleich 0 und sagen wir x-Punkt gleich v0, damit nicht alles 0 ist, dann kann ich bestimmen das c1 und das c2. Also aus der unteren Gleichung x gleich 0 gesetzt, t gleich 0, folgt c2 ist 0 und aus der oberen folgt c1 ist gleich mv0. Und wenn ich das jetzt einsetze, dann heißt das c1 eingesetzt in der ersten Integralgleichung, dann heißt das m x-Punkt, das nenne ich jetzt V, minus mv0 ist gleich f0 mal t. Und das könnten wir jetzt in der Form schreiben, dass wir sagen, m mal v, diese Größe führen wir als Impuls ein. Was ist, wenn ich jetzt muss ich, warten Sie mal. Also, als Impuls bezeichnen wir die Größe das ist Masse mal Geschwindigkeit, so ist er definiert, der Impuls. Also zum Beispiel m mal v in der x-Richtung, das nennen wir p, ist m mal diesem v Skalar, dann ist das der Impuls in der x-Richtung. Und die Gleichung würde jetzt heißen, die Änderung des Impulses p minus p0 ist gleich, in diesem Fall bei konstanter Kraft, f0 mal t. Das können wir natürlich auch jetzt ein bisschen allgemeiner im Grunde ableiten, nämlich wenn ich sage m A ist F und das A jetzt schreibe als, aus M mal A ist F. Sage, A ist M dV nach dt ist F. Das dt auf die rechte Seite gebe. M, also Trennung der Veränderlichen, m dv ist f dt. Dann denke ich mir das m nach innen geschrieben, weil das m ist eine Konstante, die kann ich unter das Differential geben, beim Differenzieren multiplizierte Konstante ist ja, bleibt ja unberührt, ist gleich f dt. Und wenn man da jetzt das Integral drüber schreibt, Integral von Differential, dann ist das, was da drinnen steht, ja der Vektor des Impulses, ist gleich Integral, und wenn ich da jetzt von 0 bis 1 gehe, von 0 bis 1, das ist also ein Zeitintegral, dann heißt das p1 minus p0
ist gleich dem Integral f dt von 0 bis 1. Das wäre im Grunde jetzt der sogenannte Satz vom Antrieb. Und der sagt aus, die Änderung des Impulses ist gleich, was auf der rechten Seite steht, das nennt man den Antrieb der Kraft. Wenn also Änderung des Impulses wenn die Kraft konstant ist, dann kann man natürlich sagen, das ist konstantes F, zum Beispiel, also F gleich konstant, dann würde das heißen, es wirkt während der Zeit t die Kraft F konstant in der Richtung, also sowohl nach größer als Richtung gleich. Wenn nun die Geschwindigkeit, zum Beispiel, das war die Geschwindigkeit, v am Anfang, v0, dann wird während der Zeit dt die Geschwindigkeit geändert, und zwar so, dass sie die Richtung der Kraft hat. Sie sehen ja, der Impuls ist das mv0, quasi der v0-Impuls, das bewegt sich so. Da kommt die Kraft drauf. Das ist das Rot F, nicht? Während der Zeit dt wirkt die Kraft. Das heißt, das wird die Änderung des Impulses sein. Das ist das F mal dt. Nehmen wir Delta t. Nennen wir das auch F0, damit man sieht, dass er Konstante ist. Wenn man da schreibt F0 mal Delta T, dann war geschickterweise müsste ich jetzt da natürlich noch das M dazu schreiben, das M V0 der Anfangsimpuls, und das muss jetzt der Endimpuls sein. Und Sie sehen auch hier schon, ich habe das an derselben Stelle gezeichnet. Genau genommen tritt natürlich eine Lageänderung der Masse m ein. Aber beim Stoß wird man dann in aller Regel die Lageänderung vernachlässigen, weil das Delta t so kurz ist, dass wir sagen, es tritt quasi eine sehr plötzliche Änderung ein. Der Geschwindigkeit nur, nicht der Lage. Also das ist der Satz vom Antrieb, der ja direkt aus der Grundgleichung, aus dem Newtonschen Grundgesetz, Masse mal Beschleunigung ist gleich der wirkenden Kraft folgt. Und ich weiß auch nicht, sollen wir jetzt vielleicht beim Stoß ist also in aller Regel so, dass wir das F ja nicht kennen. F ist unbekannt. Aha, immer wieder. Das F ist im Grunde unbekannt, aber wir brauchen eigentlich ja nur zu wissen, dass Integral f dt, und für das führen wir dann eine eigene Größe ein, das nennen wir einfach jetzt den Stoßimpuls S. Nachdem das aber auch ein Vektor sein muss, muss ich da auch bei dem S zwei so Füßel dazu machen, dass man sieht, dass das ein Vektor S ist. Und das ist im Grunde der Antrieb der Kraft. Aber wir brauchen, also um die Stoßrechnung dann durchzuführen, zunächst einmal nur das Integral f dt. Wenn also das f von t irgendwie der Größe nach so ausschaut,
Naja, so ist das insgesamt dann quasi der Inhalt, ist das S. Das S ist das Integral der Stoßkraft, wir nehmen sie Skalar an, F von T. So. Beim Stoß also habe ich grundsätzlich Folgendes. Ich sage, der Ort ändert sich nicht. Keine Ortsänderung im Stoß. Keine Ortsänderung. Weil Delta T außerordentlich klein, sehr klein ist, aber eine große Geschwindigkeitsänderung. Durchaus ähnlich, große Geschwindigkeitsänderung. Das ist das Delta V. Das bedingt, dass natürlich sehr große Kräfte auftreten, weil wenn Sie dann so ein mittleres Fm mal Delta T nehmen und dann sagen, naja, Limes Delta T sehr klein, dann muss das im Ergebnis trotzdem ähnlich sein. Das ist dann unser Betrag S. Dann bleibt das ähnlich groß, obwohl Delta T sehr klein. Folge ist, das F muss in der Regel sehr groß sein. Sehr große Kräfte in sehr kurzer Zeit geben eine ähnliche Impulsänderung. Und da sagen wir dann eigentlich eine plötzliche, quasi plötzliche Geschwindigkeitsänderung. Ist natürlich eine Idealisierung. Und wenn man heute genauer rechnet, plötzliche, dann ist das Ganze natürlich ein Ablauf, der vom Verformungsverhalten des stoßenden Körpers natürlich abhängt. Ich wollte Ihnen dann noch ein zweites Integral zeigen, nämlich was passiert, wenn man die Bewegungsgleichung über den Weg integriert, Integration über den Weg. Also, ich denke mir jetzt dieses M mal x2-Punkt oder dv nach dt, die Bewegungsgleichung ist gleich f, multipliziert mit dem Weg dx. Naja, jetzt schreibe ich da natürlich ein inneres Produkt hin, weil wenn das sozusagen der Weg ist, da ist meine Masse, das ist das x, das ist ein dx zum Nachbarpunkt. Und wenn nun eine Kraft wirkt, dann die Kraft dann so, wirkt, dann wirkt ja nur dann gibt ja das F in dx die Projektion der Kraft in die Richtung des Weges, gibt ja die Arbeit. Also F in, das ist dieses Ringel, dx, das ist ja das F mal Cosinus des Winkels. F Cosinus Alpha ist der Weg in Richtung der Tangente. F Cosinus Alpha dx ds. Und das ist das innere Produkt, das ist dann Ft ds. Und das nennen wir dw
Das ist das, die differenzielle Arbeit. Das ist die rechte Seite, nicht? Da steht dann f in dx. Und auf der linken Seite steht dv nach dt in dx. Nicht in dx ist genauso, wir multiplizieren halt einer Gleichung, einer Vektorgleichung innerlich mit dx, indem man es projiziert in die tangenten Richtung. Und wenn man da jetzt das dx wieder gibt, das dt und das dx gibt, dann steht dv in dx durch dt. Dx nach dt ist aber das v, also v in dv steht dann da. Und das ist wieder so diese zeitfreie Identität, wo man sagen kann, das kann ich auch so schreiben, ein halb Differential vom Vektor v Quadrat ist ja v in v. Und das m, wenn ich das jetzt mit m multipliziere und sage d, m, v Quadrat ist ja skalar, nicht? V in v, wenn man einen Vektor multipliziert mit sich selbst, ist es das Quadrat von seinem Betrag. Dann kann ich sagen, dv Quadrat halbe. Sie sehen, also das v Quadrat kommt da hier. Oh, ich weiß nicht. V Quadrat halbe, skalar geschrieben, mit dem m multipliziert, hier. Mit dem m multipliziert. Das ist ja nichts anderes als die Größe der kinetischen Energie. mv Quadrat halbe bezeichnen wir als kinetische Energie. Dann steht da hier dt. Und aus der Integration über den Weg entsteht jetzt folgender Satz. Der Satz heißt jetzt, wenn ich da weitergehe, dt ist gleich dw. Die Änderung der kinetischen Energie ist gleich der Arbeit. Und das nennen wir den Energiesatz. Änderung der kinetischen Energie ist gleich Arbeit der Kraft. Und das kann man jetzt natürlich jetzt integrieren, wenn man vom Weg von einer Stelle 0 bis zu einer Stelle 1 integriert. Da bewegt sich unsere Masse unter der Wirkung einer Kraft, die sich natürlich verändern kann. Veränderlich ist. Dann wird dabei Arbeit abgegeben auf dem Weg von 1 nach 2. Und das Integral heißt dann Integral dt von 0 bis 1 ist gleich Integral von 0 bis 1 dw oder t1 minus t0 ist gleich der Arbeit w von 0 bis 1. Das nennen wir Arbeitssatz, weil halt rechts die Arbeit steht. Es ist aber natürlich genau dasselbe. Auf dem Weg von 0 nach 1 ändert sich die kinetische Energie entsprechend der Arbeit der wirkenden Kraft. Das ist oft sehr angenehm, weil man ja auf diese Weise über die kinetische Energie ja gleich die Geschwindigkeit rechnen kann. Ne? Wenn ich die Arbeit angeben kann, dann kann ich auf die Weise sofort die Geschwindigkeit ausrechnen. Ja. Ja. Energiesatz heißt ja eigentlich dann erst, wenn die Arbeit aus einem Potenzial folgt. Nicht? Da führt man ein Potenzial der Kräfte ein, was ist die Gravitation oder Potenzial, die Federn haben Potenzial. Also wenn Potenzial existiert, dann kann man natürlich das Ganze auch in der Form schreiben, dass die Summe aus kinetischer Energie plus potenzieller Energie konstant ist. Dazu muss man aber, wie Sie sehen, wenn ein Potenzial der Kräfte existiert,
dann nennt man das ja, wenn man das Potenzial mit U bezeichnet, dann wird die Arbeit als minus dU bezeichnet. dW ist minus dU. Und Sie sehen warum? Weil wenn ich dann minus dU fürs dW einsetze, dann kann ich es auf eine Seite schreiben als plus. Dann steht ja dt plus dU ist 0. Oder d von t plus u ist 0. Und wenn das Differential von irgendwas 0 ist, dann ist das irgendwas konstant. Die Folge ist, d plus u ist konstant. Die Summe, und das heißt jetzt Energieerhaltungssatz eigentlich, nicht? Energieerhaltungssatz. Gilt natürlich nur dann, wenn die Kräfte Potenzial haben. Und überall dort, wo Reibung auftritt, gibt es kein Potenzial der Kräfte. Also es ist sehr eingeschränkt. Nicht? Natürlich ein Lieblingsthema natürlich für Mechaniker, weil der Formalismus außerordentlich schön ist. Energieerhaltung, Summe aus genetischer plus potenzieller Energie ist konstant. Wie gesagt, nur wenn die Kräfte ein Potenzial haben, also nicht bei Reibung. Oder bei Energieverlusten, sei es durch Dämpfungen und weiß ich was alles.